So, hallo und willkommen zu meinem Video Nummer 8. Ich habe euch versprochen, die Daedalus zu zeigen und hier seht ihr sie. Wir gehen mal mit dem fliegenden Auge ein bisschen drumrum und schauen uns dieses hübsche Stück mal an. Für alle, die die Daedalus kennen, es ist nicht viel zu erklären. Es ist das zweite Erdenschiff der BC-304er-Klasse. Das erste Schiff war die Daedalus, das zweite die Odyssee. Das dritte, soweit ich weiß, die Korolev. Und das vierte, glaube ich, die Apollo. Und das fünfte war die Phoenix, aber wurde umbenannt in die General Hammond. So. Man kann das Ding natürlich auch fliegen. Dazu müssten wir erstmal weg. So. Schnappen wir uns ein Flugtool. Und steigen wir ein. Viel kann man hier nicht machen. Wir können natürlich rumfliegen, aber unsere Map ist leider nicht groß genug. Wir haben sogar in der Space Build Map gesehen, im Video vorher, dass die Daedalus an sich auch schon ein Planet größer ist als alles andere. Deswegen werde ich einfach mal dabei bleiben und jetzt mal nicht rumfliegen. Ich werde euch die Waffensysteme zeigen. Die Waffensysteme funktionieren wie folgt. Ich habe jetzt 1 gedrückt, 2, 3, 4, 5, 6. Upsa. Und irgendwo schießen dann die Raketen aus ihren Raketensilos. Ich glaube R war's. Genau. Jetzt haben wir hier quasi einen anderen Modus. Mit linker Maustaste. Genau, verschießen wir jetzt Asgard-Strahlen. Wo auch immer die rauskommen. Ah, da kommen sie raus. Okay, linke Maustaste ist quasi normales Feuer, rechte Maustaste ist Asgard, Beamstrahl. Na, es geht aber schnell. Also wenn es ins Stargate genauso schnell gehen würde, wären die Ohrenschiffe für kein Problem mehr. Dam dadam 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 dadam. Auf jeden Fall, man kann R drücken und zum nächsten gehen. Dann wären hier die Railguns dran. Die irgendwie aber auch nur nach vorne schießen können, was ich ein bisschen schade finde. Rechte Maustaste, da passiert. Ah doch, da sind auch wieder Asgard-Beamstrahlen. Bin mir jetzt nicht gerade sicher, ob das nur die Sicht verändert. Ich glaube, es verändert nur die Sicht. Nee, in der kann man jetzt nichts machen, ne? Irgendwie, da tut sich nichts. Zumindest sehen wir nichts. Jetzt sind wir wieder in normaler Position. Und jetzt bin ich ausgestiegen. Und wir sind wieder am Spawn gelandet. Naja gut. Das zu Daedalus. Am besten gehen wir jetzt auf einen anderen Planeten. Dann zeige ich euch mein Lieblingsthema. Und zwar geht es diesmal um die Waffen. Waffe Nummer 1 wäre der AG-3-Satellit. Ich zeige euch, wie das mit der Energie funktioniert. Und zwar ausführlich. Vielleicht verwire ich den AG-3-Satelliten erst in der nächsten Folge. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal ganz spontan machen. Gehen wir auf die... Wo gehen wir hin? Wo gefällt's mir? Ab auf die Gamma-Basis. Ich bin übrigens jetzt auch stolzer Besitzer eines neuen Aufnahmeprogramms. Das nennt sich, ich kann den Namen nicht aussprechen, doch glaube ich Camtasia. Ein ziemlich teures Aufnahmeprogramm. Ich glaube 250, 70 Euro. Ich bin damit also auch schon recht bedient. Ich durfte mir das von einem Kumpel ausleihen. Und bin damit eigentlich wirklich zufrieden. Es macht nämlich keine direkte Aufnahme mehr vom Spielgeschehen, sondern es nimmt einen Bildschirm auf. Deswegen musste ich das ein etwas zurechtrücken und muss das Spiel leider gezwungen im Windowed Mode spielen, also im Fenstermodus. Was jetzt, sage ich jetzt mal, für die Aufnahmen kein Problem für mich ist. Hauptsache ist, es leckt nicht mehr und zieht mich auf 10 Bilder die Sekunde runter. Das war am Anfang echt schlimm. Hoffentlich kostet uns dieser verrückte Aufzug jetzt nicht zu viel Zeit. Ja, wieder keine Musik. Die mache ich jetzt wieder mal im Hintergrund rein.
Wo schnarch ich? Boah, wir sind da. So. Jetzt sind wir im Kontrollzentrum, da wollen wir aber nicht hin. Ich fliege jetzt einfach mal, es ist mir auch egal. Gut, kommen wir zum AG3-System. Der AG3-Satellit kommt in einer Folge in SG1 vor, aber wird nicht wirklich von den Menschen gebaut. Es erscheint quasi in einer Vision. Da spawnen wir uns doch mal einen, da erscheint er da oben. Aber wir brauchen nicht nur ein Satellit, sondern um die volle Wirkung zu erzielen, brauchen wir sechs Satelliten. Das heißt, wir spawnen jetzt nochmal fünf Stück her. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und die suchen sich jetzt automatisch ihren Platz um das Ding und ziehen da ihre Kreise. Ich finde das total geil gemacht. Am besten ziehen wir uns diesen Satellit noch etwas weiter in die Höhe. Aber nicht zu weit, nicht aus der Map heraus. So. Ist er schon aus der Map raus? Ne. Das ist echt klasse, eine super hohe Map, die hätte ich eigentlich nehmen können, mit der Daedalus ein bisschen zu fliegen, auch wenn es nur im Kreis wäre oder vielleicht ein paar Wendemanöver. So. Die AG3-Satelliten arbeiten fleißig daran, dem ersten zu folgen. In der Zeit nehmen wir uns doch mal die Energie vor. Wobei ich sagen muss, die Energie hat einen bestimmten Radius, in der sie fließen kann. Das heißt, ich muss ihn wahrscheinlich noch etwas weiter nach unten ziehen, weil sonst kommt unser ZPM-Hub nicht dran, um es mit Energie zu versorgen. Gut, dabei habe ich jetzt wieder Scheiße gelabert, weil der AG3-Satellit versorgt sich selber mit Energie. Also kommt die Energiesysteme doch erst mit dem Asgard-Beamstrahl, weil der braucht externe Energiezufuhr, der AG3 versorgt sich selber mit Energie. Gut, kommen wir zur Wire-Lektion. Und zwar, um einen AG3-Satelliten in Gang zu nehmen, brauchen wir. Oh, ich glaube, es funktioniert sogar, ja. Nein, nicht der Webbrowser. Ich brauche den Workshop, um euch zu zeigen, welche Modifikationen ihr dafür benötigt, die ihr euch aus dem Workshop herunterladen müsst. Und zwar ist das einmal Wire. Erscheint natürlich nicht, am besten auf bestbewerteste aller Zeiten. Und dann erscheint die Wire-Mod. Die ist wichtig. Mit der kann man ziemlich viel Zeug machen, ziemlich viel Scheiße und ist auch wichtig, um verschiedene Systeme beim Stargate zu verlinken, um sie abfeuern zu lassen und verschiedene Aktionen durchzuführen. So, was ihr noch braucht, aber erst in einer anderen Folge, wäre Space Build 3. Diesmal haben wir bestbewerteste, also müsste es am Anfang kommen. Ja, da ist es. 3 und das Enhancement Pack. Beide bitte installieren. Und zwar ist dabei Life Support plus die verschiedenen Space Build Parts, die ihr braucht, um die ZPMs zu benutzen und die Naquada-Generatoren. Gut, genug dazu. Fangen wir doch mal an, den AG3-Satelliten zu verwiren. Dazu benötigen wir auf jeden Fall das Wire-Tool hier bei den Werkzeugen. Den Target Finder, in dem wir jetzt einstellen können, was er quasi anvisieren soll. Er könnte jetzt uns, also die Players, anvisieren. Dazu müsste er aber so eingestellt sein, dass er nur die anderen Player anvisiert, weil sonst sind wir selber am Arsch. Aber das machen wir jetzt nicht, weil wir haben ja keine anderen Player, wir sind ja alleine. Do not target owner, das kann man dann alles mal selber durchgehen, um zu gucken. Ich habe immer mit der Einstellung Minimum Range 1, Maximum Range voll. Der Rest interessiert eigentlich nicht. Dann kann man hier, das ist wichtig, Locators erfassen. Locators sind hier. Die kann man auch irgendwo in die Welt setzen und werden dann erfasst und dann schießt das Ding dann quasi dorthin, anstatt auf irgendeinen Prop oder irgendeinen NPC. Target Vehicles kann man auch machen. Das heißt, man könnte dann quasi mit einem BMW M3 irgendwo rumfahren und man wird dann plötzlich von einem AG3-Satelliten abgeschossen und überlebt die Scheiße nicht. Oder mit dem Jumper rumfliegen, ein bisschen mit den Schilden experimentieren, aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen, dass es. Was wollen wir denn, dass es anvisiert? Am besten ein NPC. Denn spawnen wir einfach mal neben so ein Schiff und dann passt das. Gut.
platzieren unseren Target Finder und brauchen jetzt ganz unten beim Wire Tool der Wire Advanced, der unter Wire Tools ist. Und zwar müssen wir jetzt unseren ersten AG3-Satelliten, der in der Mitte ist, anvisieren. Und dann sehen wir hier, erscheint Inputs Fire Activate Vector und Entity. Entity. Entity, ja, ist richtig ausgesprochen, hoffentlich. Fire ist klar, erklärt sich von selbst. Active ist klar, erklärt sich auch von selbst, ist aktivieren. Vector wäre eine manuelle Zielsuche, das heißt, ich habe mich noch nicht so richtig ausprobiert, aber soweit ich weiß, zielt man mit irgendwas wohin und genau dort schießt das Ding dann hin. Und man könnte es quasi von links nach rechts ziehen, dann dreht er sich, je nachdem. Und Entity wäre das, was wir brauchen, um den Target Finder zu verwirren. Und zwar sagt Entity aus, wir wollen das, was der Target Finder lokalisiert hat, das anvisiert wird. Dann aktivieren logischerweise. Und Fire machen wir nicht auf den Target Finder, weil wir ja nicht wollen, dass er einfach wahllos automatisch auf irgendwelche Ziele feuert, die er findet. Das machen wir anders. Wir gehen in das Wire Tool zurück und brauchen. Ich bin soweit. Wir brauchen bei Wire I/O den Button. Da wählt ihr euch jetzt mal einen hübschen aus. Ich nehme jetzt mal diesen Asgard-Stein. Brauchen jetzt wieder das Wire Tool, das wieder ganz unten ist. Nehmen Fire und vorbei ans. Ganz einfach auf Outputs out mit dem Stein. Das heißt, wenn wir jetzt den Stein drücken, dann schießt es. So kann man das besser kontrollieren. So, wenn wir jetzt auf den Target Finder drauf gehen, steht noch Wire Target Finder, no Target. Es hat noch kein Target gefunden. Also müssten wir jetzt eigentlich einen NPC spawnen. Oder wir spawnen einen Locator. Machen wir es jetzt mal mit einem NPC. Fliegen wir mal hier außer Reichweite, obwohl es wahrscheinlich nicht retten wird vor dem tödlichen Strahl. Und spawnen mir mal was Lustiges. Steve aus Minecraft. Hi. So, zurück zum Target Finder. Der müsste jetzt Target Acquired stehen. Ja, hat Ziel erfasst. Und wie machen wir das jetzt am besten, dass wir dabei zusehen können? Am besten stellen wir uns unten hin und verrecken elendig. Wir drücken den Knopf, es lädt auf und feuert. Und Steve ist Geschichte und wir wahrscheinlich auch gleich, aber wir verschwinden in die Höhe. Oh, es hat uns erwischt. Das wär's zum AG3-Satelliten und das kann man je nach Ladedauer so oft machen, wie man möchte, auf so viele Ziele, wie man möchte. Wir sehen jetzt wieder, der Target-Finder hat wieder kein Ziel, weil Steve ist ja verreckt. Und er hat auch kein neues Ziel gefunden, deswegen zielt er immer noch auf die altbekannte Position. Wir könnten jetzt quasi experimentieren. Wir gehen jetzt mal hierher und nehmen uns mal bei Wire den Locator, den ich euch vorhin gezeigt habe, und spawnen den mal da unten hin. Am besten hier hin. Und ihr seht, der AG3-Satellit ändert sofort seine Position, um sich bereit zu machen, da drauf zu schießen. Der AG3-Satellit hat auch eine bestimmte Zeit, in der er sich auflädt. Und zwar kann man die einstellen unter Stargate-Einstellungen. Cap Canvas Limit oder Stargate Canvas. Nein, es war Cap Canvas Limit. Steht hier AG3 Ladezeit 60 Sekunden, AG3 Leben und der Rest erklärt sich von selbst. Hier kann man dann auch auswählen, wie viele verschiedene Props man auf der Map haben möchte, wie viel die maximal begrenzte Anzahl ist. Das hat aber eher was mit Multiplayer zu tun. Ist es schade, dass es hier ein bisschen begrenzt ist und dass man zum Beispiel ein Hauptgeschütz von Destiny nur maximal 3 Mal spawnen kann. Wäre lustig gewesen, wenn wir dann 50 Geschütze hätten und unser PC total zusammenkracht. So. Wir können nochmal aus Fun schießen lassen. Und dann wäre Video Nummer 8 auch schon zu Ende.